Shepard Anderson ist auch in der Leitung. Ich habe ihn gerade informiert. Udina? Er war schon immer machthungrig. Aber das... Cerberus hat ihn nur benutzt, um die Kontrolle über die Citadel zu übernehmen. Verdammt, wozu denn? Das weiß ich noch nicht. Es hätte schlimmer sein können. Letztlich haben wir nur Ratsherrin Eschil verloren. Kai Lang. Was? Ihr Attentäter. Hackett schickt Ihnen meine Berichte über ihn. Kurzfassung, Vorsicht. Gegen diese Mistkerle nutze ich jeden Vorteil. Ihre Aktion hatte zumindest einen unerwarteten Nebeneffekt. Die Asari-Ratsherrin hat mich kontaktiert. Sie wollen aktuelle Informationen über den Tigel. Lang hat sie verängstigt. Schicken Sie Hilfe? Ja, sowohl Asari als auch Salarianer unterstützen uns jetzt. Wie sind die Fortschritte beim Tigel? Gut. Wir schätzen, dass etwa 50% der bekannten Arbeit daran getan ist. So schnell? Die Pläne sind so angelegt, dass unsere Wissenschaftler nach der Entschlüsselung die Information problemlos übersetzen können. Es ist nicht Proteaner-spezifisch. Wissen wir schon mehr darüber, wie man ihn einsetzt? Das ist noch unklar. Unsere Wissenschaftler sind sich aber einig, dass der korrekte Einsatz genügend Energie zur Vernichtung der Reaper erzeugt. Die Frage ist, wie und in welcher Form die Energie freigesetzt wird. Also, wie wir verhindern, dass wir alle mit draufgehen? Genau. Wir glauben, dass der Katalysator der Schlüssel zur Ausrichtung der Energie ist, sodass sie nur die Reaper trifft. Ich arbeite dran. Sie finden die Antwort, Shepard. Ich schicke Ihnen die aktuellen Pläne. Und wir bauen inzwischen weiter. Und wir kämpfen weiter, damit es danach überhaupt noch eine Erde gibt. Vertrauen Sie mir. Ich lasse Sie nicht im Stich. Wir sind noch da. Die Kriegsgötter haben uns noch nicht aufgegeben. Viel Glück Ihnen beiden. Anderson Ende. Commander, die Torianische Flotte ist ausgedünnt. Wir brauchen mehr Schiffe. Und die Quarianer sind gesprächsbereit. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Aber Vorsicht. Die Lage entlang der Geth-Grenze ist instabil. Hackett Ende. Shepard, es ist vielleicht der falsche Zeitpunkt, aber ich... Ein Kontakt im Asari-Oberkommando wollte, dass ich ein Notsignal an Sie weiterleite. Kommen die damit nicht klar? Sie haben schon mehrere Elite-Trupps hingeschickt, aber keiner davon ist zurückgekommen. Sie haben zwar nicht gefragt, aber das Oberkommando hofft wohl auf Ihre Hilfe. Was halten Sie davon? Sie würden nichts sagen, wenn es nicht wichtig wäre. Ich brauche mehr Informationen. Alles okay, Liara. Nicht nach den Vorfällen auf der Citadel. Wir sollten später darüber reden. Commander, ich habe da was, das Sie sehen müssen. Was denn? Ich habe Signale analysiert. Geht's um das Problem mit der Grissom Akademie? Nein. Die Reaper haben Elysium vor kurzem eingenommen. In der Grissom Akademie sind alle tot. Das wusste ich nicht. Sie waren anderweitig beschäftigt. Die Heilung der Genophage, die Übernahme der Citadel durch Cerberus und vielleicht sind die Studenten der Grissom Akademie ja... entkommen. Ja. Was haben Sie gefunden? Einige Cerberus-Wissenschaftler sind geflohen. Vielleicht haben Sie erkannt, dass Sie auf der falschen Seite standen. Wir wissen nicht, was Sie erforscht haben, aber Sie gehörten zu den Besten des Unbekannten. Sie könnten beim Bau des Tigels helfen. Ich kümmere mich später darum. Ich markiere Ihre mögliche Position auf der Galaxiekarte. Thank you.
Eden Prime. Hier hat alles begonnen. Hier hat der Proteaner-Sender ihnen die Vision gegeben, die uns vor den Reapern gewarnt hat. Ohne die Warnung des Senders wären die Citadel-Spezies völlig überrascht worden. Genau, also könnte jedes andere proteanische Artefakt auf Eden Prime genauso wichtig sein. Und diesmal können Sie uns bei jedem Fund helfen. Ich gebe mein Bestes. Wissen Sie, was Cerberus gefunden hat? Die Allianz hatte keine Details darüber, was Cerberus genau gefunden hat. Da die ursprüngliche Ausgrabungsstätte eine Warnung vor den Reapern enthielt, könnte es etwas mit dem Tigel zu tun haben. Ich bringe Sie so nah wie möglich an die Ausgrabungsstätte ran. Wir werden mit Sicherheit entdeckt, aber ein paar Minuten haben Sie. Gut, danke. Gehört zum Service, Commander. Also gut, alle zusammen. Bereit machen. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte, bevor Cerberus weiß, dass wir hier sind. Das Gebiet wirkt verlassen. Los, mal sehen, ob wir die Ausgrabungsstätte finden. Das war früher eine wunderschöne Kolonie. Die Kolonisten werden alles wieder aufbauen, sobald Cerberus vernichtet wurde. Ich bin auf Schiffen aufgewachsen. Wenn man eins verliert, kann man immer auf ein neues ziehen. Auf Basis der Beobachtung... Sehen Sie, Proteaner-Tech, die aus dem Boden heraussteht wie ein alter Knochen. Können Sie uns etwas über dieses Artefakt erzählen, Dr. Tassoni? Von hier aus kann ich nicht viel sagen, aber es ist aus ihrer letzten Dynastie. Funktional, aber ohne den Zierat früherer Perioden. Die Archäologen haben sich immer gefragt, warum die proteanische Architektur gegen Ende einfacher wurde. Jetzt ist es klar. Sie waren so mit dem Kampf gegen die Reaper beschäftigt, dass sie keine Zeit mehr für Ästhetik hatten. Da ist der Aufzug zur Ausgrabungsstätte. Gut, jetzt können wir herausfinden, was sie entdeckt haben. Der Göttin, das kann doch nicht sein. Das ist kein proteanisches Artefakt, sondern ein Proteaner. Cerberus hat eine Proteaner-Leiche geborgen? Nein, Cerberus hat einen lebenden Proteaner gefunden. Sie haben recht, das kann nicht sein. Die Proteaner hatten eine sehr gute Stase-Technologie. Nur dadurch sind ihre Artefakte intakt geblieben. Cerberus hat das in einem unterirdischen Bunker gefunden, mit Energie. Er liegt seit 50.000 Jahren in Stase und wartet auf uns. Wir könnten so viel lernen. Zum Glück haben wir eine Expertin. Ich tue, was ich kann. Wenn ein einzelner Proteaner in Stase versetzt wurde, könnte er der führende Wissenschaftler seiner Zeit sein oder der weiseste Ratgeber. Ach, Cerberus hat die Kapsel beim Ausgraben beschädigt. Die Lebenszeichen sind instabil. Holen wir ihn raus. Nein, das würde ihn töten. Wir brauchen das Befehlssignal, mit dem der Stase-Modus beendet wird. Außerdem müssen wir die Kapsel aufbekommen, ohne noch mehr Schaden anzurichten. Cerberus wollte in den Laboren in der Nähe die Funde von der Ausgrabungsstätte erforschen. Da sollten wir anfangen. Da sind sie! Also gut, Bewegung, bevor noch mehr von denen kommen. Diese Cerberus-Daten könnten den Kolonisten helfen, die in anderen Teilen von Eden Prime noch am Leben sind. Wie? Ich kann diese Infos an den Widerstand von Eden Prime übermitteln. Vielleicht helfen sie ihnen, Cerberus zurückzuschlagen.
Sie wurden niedergeschossen, während sie sich bei ein paar Drinks das Spiel angeschaut haben. Das ist keine militärische Einrichtung, sondern das Zuhause von jemandem. Verluste bei der Zivilbevölkerung des Cerberus anscheinend Ich hätte nie gedacht, dass unser Reich fällt. Wird es nicht. Wir schlafen, bis die Reaper in den Orkusnebel zurückkehren. Dann erheben wir uns Millionen stark. Für das Reich. Für das Reich. Ab in ihre Stase-Kapsel. Victory, schicken Sie das Stase-Bereitschaftssignal an alle Lebenskapseln. Und die Flüchtlinge, die den Bunker noch nicht erreicht haben? Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Ich habe das Signal. Sie haben das verstanden? Sie nicht? Nein, ich habe nur Rauschen gesehen. Cerberus hat versucht, es zu verstehen, ohne Erfolg. Der Proteaner-Sender. Das letzte Mal hier auf Eden Prime hatten sie eine Vision der Reaper. Das stellt ihren Geist so ein, dass sie ihre Sprache verstehen. Wie auch immer, ich habe das Video gesehen. Und ihr Signal. Perfekt. Dann müssen wir nur noch rausfinden, wie man die Kapsel öffnet.
Die Laboraufnahmen der Proteaner. Cerberus studiert sie, um einen Weg zu finden, die Kapsel zu öffnen. Wie viele haben wir verloren? Die Reaper haben ungefähr 300.000 Lebenskapseln zerstört. Ein Drittel unseres Volkes. Alarm! Nordshot kann nicht dicht gemacht werden. Feinde entdeckt. Dann alle Kräfte nach Norden! Verstanden? Ja. Ausgezeichnet. Dann haben wir alles, um die Kapsel zu öffnen. Ihre Verstärkung ist da. Thank you.
Sie haben die Brücke eingezogen. Wir müssen die Steuerung finden. Keine Zeit. Suchen wir einen anderen Weg rüber. Ich übermittle das Signal. Perfekt. Es wird ein bisschen dauern, bis die Lebenskapsel es verarbeitet hat. Cerberus schickt schwere Truppen her. Wir müssen diese Stellung halten. Sieht aus, als hätten wir kurz Zeit, um Luft zu holen. Oder um Vorbereitungen für die nächste Welle zu treffen. Hat die Lebenskapsel den Stase-Modus beendet? Es sollte nicht mehr lange dauern. Wir sollten uns überlegen, wie wir den Feind am Vorankommen hindern können. Ich kann die Feinde mit einer Singularität blockieren. Schwerer Mech im Anmarsch!
Sie können die Lebenskapsel jetzt öffnen. Er braucht vielleicht eine Weile, um sein Bewusstsein wiederzuerlangen. Vorsichtig, er ist verwirrt. Nicht vergessen, für uns sind es 50.000 Jahre, aber für ihn sind es nur... ein paar Minuten! Negativ. Berechnungen zufolge wird der Bunker überrannt. Kapseln online! Diese Soldaten leben noch! Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Zur Lebenskapsel. Die Neutronenreinigung säubert die Anlage. Daraus ein Reich wieder aufbauen. Weitere Änderungen sind erforderlich. Die Neutronenreinigung hat die Anlage beschädigt. Soll heißen? Sensoren außer Betrieb. Automatische Reaktivierung keine Option. Sie bleiben in Stase, bis eine neue Kultur diesen Bunker findet. Möglicherweise reicht die Energie nicht. Keine Kapseln mehr abschalten! Ich brauche alle, die übrig sind! Auf Energiebedarf wird angemessen reagiert werden. Sie werden die Stimme unseres Volkes sein. Ich werde mehr sein als das. Wie viele andere? Nur Sie. Verstehen Sie mich? Ja. Ich habe Ihre Physiologie und Ihr Nervensystem gelesen und kann Ihre Sprache verstehen. Sie haben mich also gelesen, während ich Zeuge war? Unsere letzten Momente. Unser Scheitern. Ihr Volk hat alles getan. Es hat nie aufgegeben. Und diese Entschlossenheit könnte ich jetzt brauchen. Shepard, Sie haben gerade das Interesse von Cerberus geweckt. Asari. Mensch. Synthetisch. Das ist kein guter Anfang. Hier ist es nicht sicher. Kommen Sie mit uns. Bekämpfen Sie die Reaper? Ja. Dann bin ich gespannt. Ein lebender Proteaner? Korrekt, Admiral. Aber er ist nicht so, wie wir erwartet hatten. Commander, unsere Wissenschaftler konnten noch nicht ermitteln, was der Katalysator ist. Wenn der Proteaner beim Bau des Geräts helfen kann, brauchen wir seine Kooperation. Verstanden, Admiral. Wir verlieren immer mehr Kolonien. So etwas wie die Reaper-Streitmacht haben wir noch nie gesehen. Er schon, Admiral. Kann er uns helfen? Das werde ich herausfinden. Gut. Cerberus hat uns eine neue Waffe gegeben, die wir nutzen müssen. Hackett, Ende. Shepard, ich brauche Sie im Backbord-Frachtraum. Es geht um unseren neuen Gast. Bin unterwegs. Was ist das Problem?
Shepard, ich wollte den Raum freundlicher gestalten, aber sie lassen mich nicht zu ihm rein. Verzeihung, Doktor. Kontaktprotokoll bei neuer Spezies. Von Feindseligkeit ist auszugehen. Die Vorschriften waren ganz schön verstaubt. Aber er ist nicht neu. Ich studiere die Proteaner schon mein ganzes Leben. Ryan, ich glaube nicht, dass unser Gast ein Problem darstellt. Oder? Das kommt auf Sie an. Sie bekämpfen die Reaper und dennoch spüre ich mehr Zuversicht als Angst. Sie glauben an den Sieg. Was meinen Sie mit spüren? Das Leben hinterlässt Spuren, die man lesen kann. In Ihren Zellen, Ihrer DNA. Erfahrung ist ein biologischer Marker. Was genau habe ich dann auf Eden Prime erlebt? Das war ein Wahnsinns-Flashback. Die Schlacht hat bei mir etwas hinterlassen, das ich auf Sie übertragen habe. Es funktioniert in beide Richtungen. Wie Ihre Sender? Ja. Die. Fanden Sie einen? Sie sahen alles. Unsere Vernichtung. Unsere Warnungen. Warum haben Sie sich danach nicht auf die Reaper vorbereitet, Mensch? Es heißt Commander. Und Ihre Warnungen waren unverständlich. Der Sender hätte mich fast getötet. Dann kommuniziert dieser Zyklus noch primitiv. Wir haben zusammengesetzt, was ging. Und damit vor 3 Jahren eine Reaper-Invasion gestoppt. Dann wurde die Auslöschung verzögert? Jetzt haben wir Ihre Pläne für den Tigel. Er ist bereits im Bau. Tigel? Die Waffe, an der Ihr Volk gearbeitet hat. Ich hatte gehofft, Sie sagen uns, wie man sie fertigstellt. Wir haben sie nicht fertiggestellt. Es war zu spät. Dann wissen Sie wohl auch nichts über den Katalysator? Nein. Ich war Soldat, kein Wissenschaftler. Ich beherrschte nur das Töten. Was war Ihre Mission? In meinem Volk gab es Avatare vieler Tugenden. Mut, Stärke, Klugheit. Ein Exemplar für jede davon. Wofür stehen Sie? Ich bin die Rache. Ich bin der Zorn eines toten Volkes. Ich verlange Blut für das Blut, das wir verloren haben. Erst wenn der letzte Reaper vernichtet ist, habe ich meine Aufgabe erfüllt. Ich habe keinen anderen Lebenssinn. Wer für mich ist, wird zum Verbündeten. Alle anderen werden zu Opfern. Einverstanden, Commander? Sie haben Verbündete gefunden. Ziel dieses Schiffes ist die völlige Auslöschung der Reaper. Aber wie weit werden Sie gehen, um dieses Ziel zu erreichen? Ich glaube Ihnen nicht, Commander. Lügen sind biologische Marker. Sie zweifeln an Ihren Worten. Wir haben das bei der Ausgrabungsstätte gefunden. Gehört es Ihnen? Ein Gedächtnistotem. Kann es uns bei dem Tigel helfen? Nein. Es enthält nur Leid. Aber ich kämpfe mit ihm. Und das Letzte, was die Reaper vor ihrem Tod hören, wird die letzte Stimme der Proteaner sein, die sie ins Grab schickt. Ich
Ich würde gern noch einige Fragen stellen, wenn ich darf. Jetzt geht's los. Ich habe über ein Dutzend Artikel über ihre Spezies in mehreren Fachzeitschriften veröffentlicht. Amüsant. Die Asari können endlich schreiben. Wie bitte? Schon gut. Was möchten Sie wissen? Danke für dieses Gespräch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Proteaner treffe. Ich empfand es als amüsant. Was? Dass die primitivsten Spezies meiner Zeit jetzt die Galaxie beherrschen. Asari, Menschen, Turianer. Die Salarianer gibt's auch noch. Evolution bei den Echsenwesen? Sie sind Amphibien, soweit ich weiß. Sie haben Fliegen gefressen. Commander, Sie können auf mich zählen. Mein Name ist Javik. Dann willkommen an Bord der Normandy, Javik. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Shepard, freut mich, dass Sie sich melden. Sind Sie okay? Mein Training an der Akademie hilft mir, den Widerstand zu organisieren. Sie haben hier inzwischen einen großen Fanclub. Jede Nachricht von der Normandy gibt den Männern in den Schützengräben Hoffnung. Ich weiß, wie es ist, im Dunkeln zu kämpfen. Ich bin froh, dass wir etwas bewegen. Es ist mehr als das. Viele dieser Leute hatten vorher nie eine Waffe in der Hand. Als sie hörten, dass sie Turianer und Kroganer zur Zusammenarbeit gebracht haben, das war ein Stärkungsmittel, Shepard. Und davon haben wir hier leider viel zu wenig. Dem Glauben daran, den morgigen Tag zu erleben. Wie schlimm ist das? Es könnte schlimmer sein, aber nicht viel. Können Sie noch Gegenangriffe koordinieren? Wir greifen die Reaper an, so oft es geht. Meistens Blitzüberfälle nach Guerilla-Art. Aber das reicht nicht. Wir müssen unsere Bemühungen konzentrieren. Wo? London. Dort geschieht irgendetwas Großes. Unser britisches Netzwerk sagt, es seien enorm viele Reaper angekommen. Das klingt gar nicht gut. Gibt's Einzelheiten? Nein. Und das macht mir richtig Angst. Nun, der Tiegel wird dafür den Reapern Angst machen. Wir zählen drauf. Und Shepard, das mit Kai Leng war ernst gemeint. Die Reaper mögen die größte Bedrohung sein, aber Leng ist ein hinterlistiger Dreckskerl. Unterschätzen Sie ihn nicht. Verstanden. Dann mal zurück an die Arbeit. Wir können jede gute Nachricht von Ihnen gebrauchen. Anderson, Ende.